Servus, grüßt euch. Heute in Orange. Orange ist die Farbe des Likens, damit sich das Video ein bisschen verbreitet. Schwachsinn. Liked es einfach so. Aber heute geht es um Gebäude, Grundrisse drehen. Da gibt es verschiedene Varianten. Ihr kennt es vielleicht, dass meistens ein Gebäude so geradlinig abgesetzt wird, horizontal und vertikal irgendwo eine gerade Kante gesucht wird, damit man arbeiten kann. Aber oft möchte man das vielleicht ausnorden, dass das genau genordet ist, oder man hat halt so einen Baukomplex dort, der irgendwie so, keine Ahnung, so ausschaut, keine Ahnung, dann setzt man eine Linie gerade und die andere ist dann schräg. Wie geht man jetzt damit um? Gibt es zwei Möglichkeiten, die ich jetzt hier empfehlen würde. Das eine ist erstmal, wir haben die Möglichkeit im Projekt, Rechtsklick Eigenschaften, hier einen Drehwinkel anzugeben. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, welchen ich hier habe. Ich gebe jetzt einfach mal minus 25 Grad ein. Das ist schon sehr viel. Wir werden es ja gleich merken, wenn ich das jetzt eingebe. So, jetzt haben wir gesehen, jetzt hat sich das ganze Bauwerk gedreht. Und jetzt sagen wir, ja, jetzt haben wir hier die gerade Kante nach oben. Ne? Könnte ja sein, dass das unser Weg ist. Oder wir könnten auch hergehen und sagen, nee, hier setzen wir den Drehwinkel nicht ein. Sonst haben wir entweder beim Export Probleme oder ein Problem gelöst. Okay? Wir machen das wieder alles gerade hier und wir sagen, ja, wir möchten es jetzt nach der Kante wieder ausrichten, die wir hier so schön gemacht haben, hier so. Unser Bauwerk soll gedreht werden anhand von der Kante. Dann kann man auch den Grundriss einfach drehen. Dazu geht man hier auf gedrehte Grundrissdarstellung. Wenn ihr die Funktion nicht findet, einfach die Lupe benutzen. Hier gedrehte Grundriss. Und wenn ihr das ausführt, könnt ihr es eigentlich in der Action Bar anzeigen lassen oder hier auch direkt ausführen. Jetzt wird ein Drehwinkel gefragt. Das kann ich jetzt anhand einer Linie einfach hier anklicken und Richtungspunkt, so. Jetzt ist hier meine gerade Linie. Ich habe es ja nicht gerade gezeichnet, aber dass ich es euch gerade zeigen kann, machen wir hier mal eine 3D-Linie. Nehme, die soll jetzt einfach mal fungieren hier. So, also wieder zurück. Gedrehter Grundriss. Wir stellen hier einfach wieder auf 0. Einmal Enter und wir sind wieder in der Ausgangssituation. Oder hier einfach wieder hier reinklicken und jetzt Richtungsebene angeben. So, und jetzt haben wir es so rumgedreht. Hätten wir es jetzt andersrum gedreht, wäre es halt andersrum gewesen. Hier oben seht ihr den gedrehten Grundriss in Degrees, also 295 Grad. Wenn ihr jetzt hier 180 abzieht, also nehmen wir mal den hier her. 195 minus 180. Tut es nicht so. Euer Verlauf des Taschenrechners ist auch nicht anders. Ja? Haben wir 15 Grad. 115 Grad. Ich habe mich vertippt. So, jetzt können wir das Ganze auch hier einfach hier minus 115 Grad eingeben. Dann wäre es jetzt genau andersrum gedreht. Okay? So könnt ihr das immer einstellen. Und wenn euch das geholfen hat, dann bitte liken, Kanal abonnieren und wichtig, Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und dann werdet ihr auch zum All-Plan-Champion. Und jetzt schön das nächste Video anklicken. Ich habe eine neue Endcard für euch. Bis gleich. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Allplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.